Also ich glaube, Kreative machen das, was immer mehr Leute in der Gesellschaft machen. Also sie arbeiten sehr stark intrinsisch motiviert, also aus sich selbst heraus. Sie brauchen sozusagen diesen Anreiz nicht, von dem man immer behauptet, dass alle Leute ihn brauchen, dass irgendwie besonders viel Geld dafür herumkommt. Das heißt nicht, dass Kreative nicht angemessen vergütet werden sollten. Es heißt aber schon, dass die eigentliche Motivation dahinter eine nicht ökonomische ist. Und ich glaube, diese Freiheit zu sagen, ich mache das, was ich will, unabhängig davon, ob es sich wirtschaftlich rentiert, die möglichst vielen Leuten zu ermöglichen, das ist ein erstrebenswertes Ziel. Und im Moment liegt Geld ja sozusagen auf der Straße, wenn man sich so die Rettungsprogramme ansieht. Also in der ganzen Urheberrechtsdebatte ging es ja immer so ein bisschen darum, wovon sollen Urheber leben, wenn sie von dem Urheberrecht nicht mehr leben können. Und ich glaube, de facto konnten die meisten Urheber von ihrem Urheberrecht sowieso nie leben, sondern es war immer nur eine kleine Minderheit. Ne? Das heißt, das Geld ist da sehr ungleich verteilt. Und das hat zum einen, glaube ich, zu tun mit dem Verhältnis von Verwertern zu Urhebern, also dass da in den Vertragsverhältnissen vieles nicht stimmt. Es hat zum anderen auch mit diesem Markt zu tun, der einfach sehr ungleich verteilt und ein Star-System ist. Und man kann sich fragen, ob das der kulturellen Vielfalt so zuträglich ist oder ob man sich nicht andere Verteilungsmechanismen vorstellen könnte, die sinnvoller wären. Also wenn man sagt, man will eine möglichst vielfältige kulturelle Landschaft und man will möglichst vielen Leuten die Möglichkeit eröffnen, kreativ tätig zu sein, dann kann man da nicht allein auf den Markt setzen. Ne? Und ich sage mal so, das bedingungslose Grundeinkommen ist natürlich das radikalste Modell, was sich da anbietet. Es gibt aber natürlich auch andere. Ne? Also die Vorstellung zum Beispiel, die Künstlersozialkasse für mehr Leute aufzumachen, also dass sie nicht nur zu einem elitären Kreis zugänglich ist, wäre ein gutes Anliegen. Ich finde aber tatsächlich auch so beitragsfinanzierte Modelle ganz interessant. Darauf basiert ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel, dass man sagt, man zahlt einen Beitrag, dann gibt es Gremien, die darüber entscheiden, wie er verteilt wird. Man kann sicher hinterfragen, ob diese Gremien, so wie sie jetzt sind, so sinnvoll sind. Aber es ist schon eine sinnvolle Idee, finde ich, zu sagen, es kriegen nicht einfach die am meisten Kohle, die am meisten angeklickt werden, sondern man überlegt sich andere Kriterien dafür. Also ich habe mit dem Begriff Ehrenamt so ein bisschen meine Probleme. Leute machen irgendwie was freiwillig und soll in einer besonderen Weise anerkannt werden. Das ist ja an sich auch richtig. Ich habe halt immer so das Gefühl, dass dieser Anspruch immer mehr steigt. Also dass immer mehr erwartet wird, man soll der Gemeinschaft etwas geben, je weniger kollektive Substanz man in der Gemeinschaft tatsächlich auch antrifft. Ne? Also ich finde das, was Wikipedia macht, ja eine gute Sache. Ich würde aber nicht dazu verpflichtet werden wollen. Ne? Und ich würde schon die Gefahr sehen, oder sagen wir mal so, es gibt in dieser Grundeinkommensdiskussion ja auch diese Linie zu sagen, es soll zwar ein Grundeinkommen geben, aber die Leute sollen dann alle irgendwas Freiwilliges machen. Das ist eben was anderes als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also bedingungslos würde für mich tatsächlich heißen, ich habe auch die Freiheit, Nein zu sagen. Ich habe auch die Freiheit, das nicht zu tun. Ich muss mich ja nicht direkt asozial verhalten, ich muss ja nicht andere Leute schädigen, aber ich muss auch das Recht haben, zu sagen, ich stelle mich da kritisch auf und ich will zu dieser Gesellschaft, die an kollektiver Substanz immer mehr verliert, nicht unbedingt noch einen Beitrag leisten. Also das ist ja was Kunst zum Beispiel auch oft gemacht hat. Also Kunst hat sich oft kritisch der Gesellschaft gegenübergestellt und hat sich herausgenommen, da außen zu stehen. Und ich glaube, diese Freiheit, Nein sagen zu können, die muss man im Grunde ermöglichen. Und das verträgt sich nicht so gut damit, also mit sowas wie Ehrenamt, weil ich glaube, dass in dem Begriff schon so eine Erwartung steht. So, ne? Ihr kriegt das Geld zwar, aber irgendwas sollt ihr dann doch dafür tun.